Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2 und Mario, dem alten Kleppner. Ich habe gerade den Nunchuck schon wieder weggeworfen. Oh mein Gott, es ist lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe, da ich ja für den Urlaub unfassbar auf Vorrat aufgenommen habe. Nun sind wir aber wieder dabei. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück. Ja, was heißt frisch am Montag? Jetzt haben wir gerade, was haben wir heute? Donnerstag haben wir gerade. Nehmen also am Donnerstag schön auf. Und wir müssen uns hier einen versteckten Stern sichern. Ja, wie war der Urlaub, Leute? Ich werde euch auf jeden Fall im Folgenden noch ein paar Urlaubsgeschichten erzählen. Und so weiter und so fort. Aber vorher müssen wir erstmal das hier machen. Ein Schneeboser im Lavasee. So, meine lieben Freunde. Und ich weiß nun, wo der versteckte Stern ist. Denn ihr habt es mir gesagt. Und wenn ihr nicht falsch lagt und ich nicht falsch liege jetzt, dann ist der grüne Stern beim Wanderaffen. Der grüne Stern, was erzähle ich denn schon wieder? Der Stern, der ist der versteckte Stern. Der ist beim Wanderaffen, Leute. Ja, ich habe gedacht, wir hätten den schon, den Wanderaffen. Es scheint aber so, als wenn wir den noch nicht hätten. Das Problem an der Sache ist nur, dass ich gar nicht weiß, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Und in dem fucking Spieleberater steht nur... nehmen Sie bitte die... was stand da? Die grüne Röhre, die im Level vom Sorbeti freigelegt worden ist. Ja, das ist natürlich eine super Beschreibung. Gerade wenn man dann so geil ist wie ich und überhaupt gar keine Ahnung mehr hat, wo hier eine grüne Röhre irgendwie entstanden sein könnte. Ja, da kann man natürlich das dann auch wirklich sehr fachmännisch alles machen. Ich weiß es... Ich weiß nämlich wirklich gesagt... Ich weiß es einfach nicht mehr, wo es sein soll. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das war, wenn wir die Rutsche runtergehen. Wir gucken jetzt einfach mal. Also ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr. Aber es müsste da irgendwo... Ey, gehst du mal richtig jetzt? Was ist mit dir los, Kollege? Es müsste da eigentlich da unten irgendwo sein, ne? Ey! Was war das denn, Mario? Du kleine Flaschensabine, du. Ah, die Flaschensabine, Leute. Kennt ihr schon die Flaschensabine? Saget euch, die Flaschensabine, die hatte drauf. Ey, geht da hoch. Die Flaschensabine, whee! Okay, dann geh mal, mach mal hier. So, hier war auch irgendwo noch ein grüner Stern, glaube ich. Dem kommen wir ja später noch hin, zu den grünen Sternen. Hier muss jetzt irgendwo, wenn mich nicht... Ja, da ist auf jeden Fall ist da eine grüne Röhre. Die Frage ist nur, ist das die grüne Röhre, die wir suchen? Ich glaube nämlich nicht. Aber ich werde jetzt zur Sicherheit einfach mal alles wegsorbetieren. Ne. Das glaube ich nicht. Scheiße. Ja, okay, also die erste Runde jetzt hier ist schon wieder als Fail in die Geschichte der Menschheit eingegangen. Fuck, Leute, das gibt's doch nicht. Nun gut, ja, fangen wir mal an, ein bisschen aus dem Urlaub. Also, zuerst muss ich sagen, ich hatte ja in den letzten Parts wenig philosophisches Zeug erzählt, beziehungsweise gar nichts irgendwie erzählt, was in eine philosophische Richtung geht oder irgendein Thema beansprucht oder sonst irgendwas. Habe ich extra gemacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht denkt ihr euch ja so, TT, das ist voll scheiße, wenn du über was redest. Wie wollen, dass du wie Mario kommentierst? Und da habe ich mir gedacht, okay, dann machst du jetzt mal ohne. Ja, dann kam aber die Nachrichten, ey, TT. Ach, fuck, da wollte ich noch gar nicht. Da wollte ich noch gar nicht rein. Ey, ich sage es euch, ich finde es ein, ich finde es wieder nicht. Ich schwöre auf mein Leben. Ich schwöre. Ich finde es wieder nicht. Ich könnte heulen. Wartet mal. Das muss doch hier sein. Wo ist denn der fucking Wanderaffe? Wanderaffe. B. 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 Wo ist der verdammte Scheiße? Das gibt's doch nicht. Ist nicht hier. C. 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 Toll. Der Wanderaffe. Toll, ne? Das war's mit... Ja, ich... Boah, Leute, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Jetzt haben wir gerade am Anfang vom Part, ihr flamet mich zu, wenn ich nicht weiterkomme, aber das ist der fucking einzige Stern, den wir noch holen können, glaube ich, weil dann müssen wir erst noch Sternteile haben für das andere. Oder? Oder... Fuck! Wo ist der denn jetzt? Kometen-Power-Stern. Hä? Ja, aber warum steht der? Das ist doch ein Spieleberater. Da muss doch drinstehen, wo der Assi ist. Ich glaube, ich gucke das eben nach. Wir sehen uns gleich wieder, liebe Freunde. Ja, da bin ich auch gleich wieder. Ich weiß jetzt, wo es ist, Leute. Und ich muss jetzt fairerweise fachmännisch mal sagen, es ist wirklich, es gibt nichts Besseres als YouTube. Es gibt nichts Besseres als YouTube. Ja, dann gibt man ein
Fuck, warum? Oh, ich habe das Ziel mitgenommen. Mod doch, nee. Okay, wir müssen das erst zu Ende machen. Obwohl, können wir nicht auch raus aus der Galaxie? Doch, können wir. Ja, es gibt doch nichts Schöneres und Besseres, wenn man bei YouTube eingibt SMG2 Wanderaffe in der Schneewelt. Und was kommt? Was kommt? Richtig, man kriegt seine eigenen Videos mit dem Titel Keine Ahnung, wo der Wanderaffe ist. Toll, ne? Richtig gut. Das hab ich mir auch gedacht, das ist ja schön. Kriegst du also deine eigenen Videos, in denen du erzählst, dass du keine Ahnung hast, wo der Assi ist und damit sollst du den dann finden, oder was? Ja, also habe ich ein bisschen gesucht und dann habe ich gefunden, wo es ist. Und das Traurige an der Geschichte ist, ich war ganz nah dran. Ich war so nah dran, dass es beinahe schon wieder richtig ärgerlich ist, dass ich ihn gefunden habe. Und dass ihr wahrscheinlich euch schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habt. TT, wie blöd kannst du eigentlich sein? Nun gut, aber auch solche Fails gehören dazu. Hier ist er nämlich. Hätte man auch mal drauf kommen. Guck, da ist er. Mein Gott, wie dumm, oder? Naja, gut, komm. Egal, wir haben ihn jetzt gefunden. Willkommen, ich will meine weiteren Spiele mit dir von der Raffe. Hast du Lust auf etwas Neues? Ganz einfach. Eislaufen und Gegner treffen. Nimm dich vor den Stacheln in Acht. Machst du mit? Natürlich. Ja, dieser Posten gehört dir. Wenn du 500 Punkte oder mehr schaffst, gib dir etwas Mühe. Alles klar, Kollege von der Raffe. Oh, yeah. Oh, yeah. Ja, also, das ist es. Wir haben den Wanderaffen gefunden und wir haben ja schon mal die schwierige Version des Wanderaffens. Also ich glaube, das, was wir mal gemacht haben, war, glaube ich, hatte irgendjemand mal gesagt, die schwierige Version. Hier haben wir nun die einfache, naja, was heißt einfache, die einfachere, die nicht ganz so schwer und tückisch besetzte Mission. So. Ja, da haben wir's. Da ist es. 620 Punkte, Leute. Ganz easy, ganz schnell. Wanderaffe besiegt. Sehr gut, das waren 620 Punkte. Nach dieser Leistung muss ich dich als glänzende Rivalin akzeptieren. Noch dazu gebe ich dir diese paar Sterne als Belohnung. Dankeschön, du kleiner Wandermensch. Bang, da schließt er seine Knochen in den Muskeln zusammen. Dankeschön. Dankeschön für den Stern. Ja, also wir haben ihn jetzt gefunden. Mario. Nach, oh mein Gott, nach unfassbar langer Suche haben wir ihn endlich gefunden, Leute. Es ist ja schon wirklich unglaublich, dass ich den überhaupt noch gefunden habe. Ah, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Yeah, und das ist der 117. Stern. Wir müssen uns bald an die Grünen dran machen, ne? Aber wir müssen von ein paar Sternteile und so sammeln. Oh mein Gott, das wird nicht schön. Jetzt sollte aber ein Komet aufgetaucht sein, wenn ich mich nicht irre. Wir gehen nämlich jetzt mal auf die Weltenkarte und sehen, ah, da haben wir alles erledigt. Ich wollte auch schon längst was vom Urlaub erzählt haben, aber es ging bisher nicht. Und jetzt sehen wir, es gibt keinen Kometen. Geil. Oh mein Gott. Ja, das heißt, wir müssen dem Assi wohl seine 2000 Dinger da geben. Ja, das ist ja schön. Und jetzt? ich weiß, was wir machen. Wir müssen in die eine Welt, in denen habe ich früher schon die Sternteile immer gefarmt. Jetzt fragt sich mein Gehirn nur gerade, in welche Welt war das? War das in der? Nee. Wo war denn das? Verdammte Scheiße. In der vielleicht? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. In welcher Welt war das? Oh, wo war das? Spielt mal da. Wo bist du? Ich muss mal kurz nachgucken, Leute. Damit ich jetzt nicht random irgendwie in eine Welt gehe, in der es gar nicht ist. Sollte ich jetzt hier eigentlich... Nee, da war das auf keinen Fall. War das hier? Ja, ich suche das gerade mal. Es sollte sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt fragt euch wieder, Titi, warum cuttest du das nicht? Das hat letztens auch schon Leute gefragt. Aber ich sag immer wieder dasselbe. Ich stehe nicht so aufs Cutten. War das nicht hier? Wahrscheinlich. Ich stehe nicht so aufs Cutten von Spieleberater nachgucken, weil das gehört dazu. Also, ich habe das früher auch immer drin gelassen. Früher hat das nie einen gestört. Da habe ich eben wie jetzt immer irgendwie so ein bisschen was erzählt. Ey, wo ist das denn mal ganz im Ernst? Bevor wir jetzt hier rumsuchen. Ich meine, ihr müsst ja mal so sehen. Normalerweise würde ich jetzt da rumlaufen und in irgendwelche Level gehen und suchen, ne? Aber das mache ich ja jetzt nicht.
Warum mache ich das nicht? Weil das hier eigentlich schneller gehen sollte. Aber irgendwie bin ich zu blöd dafür. Ah, ich hab's! Hab ich's? Hab ich's? Give it. Yeah, ich hab's! Seht ihr? So schnell geht das. Ich hab's gefunden. Jetzt kenne ich auch wieder die Welt. Jetzt können wir da eben reinmarschieren. Hier sind schon mal nicht. So, gehen wir da rein. Ach ja, also der Urlaub. Ich glaube, ich fange jetzt mal an, weil jetzt müssen wir ein paar Sternteile sammeln. Auch das werden manche gecuttet haben wollen. Aber das machen wir nicht. Denn ich erzähle euch jetzt ein bisschen was vom Urlaub. Ja, das heißt, es wird jetzt so ein bisschen entspannter für euch. Und könnt euch jetzt zurücklehnen, könnt vielleicht Minecraft Scheiße, jetzt weiß ich nicht, in welchem Level. Ich glaube, das hier. Ich bin mir nicht sicher. Ja, könnt ihr euch ein bisschen zurücklehnen? Ja, das ist es. Wir werden jetzt erstmal ordentliche Sternenteile farmen. Ja, wir sammeln also ordentlich Sternteile. Und, ihr habt Zeit, meinem mega, mega tollen Urlaubserzählungen zu lauschen, die gar nicht so toll sind. Also, ich fange einfach am Anfang an. Wir sind ja dahin gefahren. Nach Sylt ging es diesmal wieder. Wie eigentlich jedes Jahr. Es geht immer nach Sylt. Es ging nach Sylt auch dieses Jahr, Leute. Und die Fahrt war recht angenehm. Also ich muss sagen, dass die Fahrt eigentlich war sie noch nie so angenehm, weil ich kann im Auto nicht pennen. Dieses Jahr habe ich es aber aus irgendeinem mir auch nicht kenntlichen Grund geschafft zu pennen. Das heißt, ich habe ungefähr 400 Kilometer verpennt von 600 und war dementsprechend überrascht, dass es so schnell geht. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, war es mir, den muss ich mitnehmen, war es mir auch scheißegal, dass das jetzt lange gedauert hat. Weil für mich war es gar nicht so lange. Aber das muss ich schon mal sagen. Die Fahrt war also schon mal sehr erfrischend. War sehr, sehr kurz für mich. Habe ich nicht viel von gemerkt. Und das lief also schon mal sehr gut. Dann, ja, muss man sagen. Wir hatten generell gesagt, im Urlaub unfassbar viel Glück mit dem Wetter. Unfassbar gutes und schönes Wetter. Warum ich das mache, jetzt bevor wieder einer denkt, das ist der Epic Fail of History. Wir machen auch einen Cut. Wir machen erstmal einen Cut, Leute, weil, ne, ich möchte ja Sternteile sammeln, bevor ich in den Stern gehe. Wir machen erstmal einen Cut. Dann im nächsten Part fangen wir richtig an mit den Erzählungen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Table Channel ist GEMA. Ciao!